Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch selbst in eurem PC eine Wasserkühlung bauen solltet. Dazu geht es natürlich hauptsächlich darum, dass ihr eine Custom-Wasserkühlung baut. Bei einer All-in-One-Wasserkühlung ist das Ganze natürlich nicht ganz relevant. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die ihr trotzdem bei beiden Sachen beachten solltet. Und ich werde euch da natürlich auch hauptsächlich von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Denn ich hatte ja jetzt auch schon meine eigene Wasserkühlung in meinem eigenen PC eingebaut. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, hatte ich dazu auch ein Video schon hochgeladen, wo ich euch mein ganzes Setup vorgestellt hatte, werde ich euch auch mal in der Infokarte verlinken. Und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo lassen und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal die ersten Sachen an. Das wirklich Allerwichtigste bei einem Bau einer Wasserkühlung, egal ob All-in-One oder Custom-Wasserkühlung, sollte man immer auf die Gehäuse-Website gehen und schauen, wo irgendwelche Radiatoren reinpassen können, wo generell Platz ist. Ich habe beispielsweise ja das Shakun TG5 und in dem Gehäuse ist das Ganze nicht so leicht, eine Wasserkühlung einzubauen. Eine AIO würde tatsächlich noch gehen, bei einer Custom-Wasserkühlung war es tatsächlich sehr, sehr knapp und ich werde euch jetzt auf jeden Fall zeigen, wo so die Hauptstellen sind, wo man aufpassen sollte bei der Gehäuseauswahl. Als erstes steht eigentlich auf jeder Website von einem Gehäuse irgendwo immer etwas zu einer Wasserkühlung. Beispielsweise hier unten steht eben halt, dass man in der Front einen Platz für einen 360mm Radiator hat, was auf jeden Fall auch so in dem Gehäuse wirklich gut funktioniert hatte, also den Radiator bekam man da wirklich sehr gut rein. Allerdings fehlt eben halt der Platz irgendwo, um eine Pumpe einzubauen, um Ausgleichsbehälter einzubauen und generell auch, um einfach die Rohre zu verlegen. Wenn man sich das Ganze nämlich hier mal anschaut, sieht man auf jeden Fall, dass ungefähr bis hier zu diesem Platz dann auch der Radiator geht. Hier in diesem Vorschaubild sind ja nur die Lüfter drin. Jetzt kommt immer nochmal der 30mm Radiator dazu und dann hat man daneben eben halt wirklich keinen Platz mehr, um einen Ausgleichsbehälter zu bauen, denn man hat natürlich auf dieser Seite komplett das Mainboard, die Grafikkarte reicht sogar noch etwas bis hier heraus. Ich hatte es noch gerade so hinbekommen, die Pumpe hier liegend hinzubekommen, allerdings war dann auch die Rohre super schwierig hier irgendwie rumzuleiten und dort solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, dass gerade dieser Bereich hier zwischen dem Radiator und dem Mainboard groß genug ist. Um mal ein Gehäuse hier, das gut für Wasserkühlung optimiert ist, als Beispiel zu nehmen, haben wir das Lianli O11 Dynamic XL. Da passen nämlich sehr, sehr viele oder passt wirklich alles eigentlich zu einer Wasserkühlung rein. Hier haben wir nämlich zum einen auf der Unterseite wirklich viel Platz und dann haben wir eben halt rechts neben dem Mainboard und allem nochmal einen Platz für drei Lüfter und natürlich überall, wo man Platz für Lüfter hat, hat man automatisch auch immer Platz für eine Pumpe. Das ist natürlich ganz automatisch gegeben, denn Pumpen sind meistens kleiner als ein Lüfter und man kann die eben halt meistens auch an den Lüftern dran montieren und deshalb kann man das eben halt hier in so einem Gehäuse dann schon deutlich besser machen und dadurch weiß man auf jeden Fall, dass der Platz da ausreicht. Generell sollte man sich so als Maß nehmen, dass man immer so viel Platz haben sollte wie ein 120mm Lüfterverbrauch. Wenn das alles gegeben ist, dann sollte man auf jeden Fall einen Ausgleichsbehälter einbauen können. Natürlich geht es auch in anderen Gehäusen, in kleineren Gehäusen. Dort sollte man sich vielleicht ein paar Reviews anschauen, gerade mit Wasserkühlungsbild und allem. Das ist allerdings immer noch wirklich nur relevant, wenn ihr natürlich eine Custom Wasserkühlung einbauen wollt, denn eine AIO hat man natürlich keinen einzelnen Ausgleichsbehälter. Dementsprechend braucht man so einen Platz dann eben halt nicht in solchen Gehäusen. Ein weiterer entscheidender Faktor dabei ist natürlich, welchen Radiator man nimmt und dort spielt insbesondere eben halt die Dicke tatsächlich eine Rolle, denn die gibt es typischerweise eigentlich in 30mm und umso dünner man das eben halt hat, also umso dünner eben halt dieser Radiator ist, desto weniger Kühlmöglichkeit hat man natürlich, dadurch, dass die Oberfläche immer geringer ist, kann es auch nicht so ganz so viel kühlen. Dafür hat man natürlich den Vorteil, dass man auch nicht so viel Platz im Gehäuse verbraucht. Meistens haben die Gehäuse auch immer im maximalen Bereich, wo die eben halt Radiatoren von der Dicke her auch einbauen können und man verbraucht dann eben halt auch mehr Platz, den man vielleicht sonst für beispielsweise einen Ausgleichsbehälter benutzen könnte. Das heißt, falls ihr generell schon ein kleines Gehäuse habt, dann solltet ihr auf jeden Fall eher einen 30mm Radiator haben. Falls ihr dann aber eben halt eine maximale Kühlperformance haben wollt, könnt ihr natürlich auch einen 50-60mm Radiator nehmen oder was auch immer ihr nehmen wollt. Genauso ist natürlich der Ausgleichsbehälter auch an sich relevant dafür, wie viel Platz man braucht, denn es gibt immer manche, die etwas größer sind, manche, die etwas kleiner sind, beispielsweise hier der von AlphaCool, der Ausgleichsbehälter, der ist relativ dünn tatsächlich. Im Vergleich dazu eben halt den Ausgleichsbehälter, den ich habe, hier den IK Classic SBC Ausgleichsbehälter, der ist tatsächlich relativ breit, auch wenn es hier gar nicht auf diesem Bild so aussieht. Aber es ist tatsächlich eine wirklich große Pumpe und im Real Life sieht das deutlich breiter aus, als es hier vielleicht so dargestellt ist. Das heißt, plant so etwas wirklich eher vorher. Ich habe auch gedacht, wirklich, ich mache das alles, wenn dann alles da ist, wird schon irgendwie passen.
lassen. Und ich hätte mir wirklich viel, viel Arbeit, viel, viel Gedanken davorher machen können und hätte damit mir wahrscheinlich sogar am Ende mehr Arbeit und mehr Gedanken während des Builds ersparen können und hätte das Ganze am Ende sogar deutlich leichter gemacht. Und dann gibt es natürlich auch immer das Thema mit den Schläuchen bzw. Rohren und dort ist es ja eigentlich immer so, dass in den meisten Fällen tatsächlich mit diesen Hardtubes gemacht werden. Dafür braucht man natürlich auch anderes Equipment, beispielsweise braucht man eine Heatgun, womit man das Ganze, also einen Heißluftföhn, womit man das Ganze immer da wärmen kann, damit man das biegen kann und so. Und dort empfehle ich euch auch, falls ihr das machen solltet, biegt eure Rohre nicht so viel. Das heißt, denkt euch nicht, dass ihr drei, vier verschiedene Biegungen in einem einzigen Rohr schafft, denn das ist wirklich schwierig, dass das alles am Ende auf den Millimeter genau dann passt. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Zeit geraubt. Ich glaube, ich habe da dran 5 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr, allein am Biegen der Rohre gesessen und dabei waren es letztendlich nur 3 Rohre, die ich gebogen hatte. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall viel Zeit ersparen, indem ihr einfach dann kürzere Rohrstücke nehmt. Und ich empfehle euch auch, nehmt nicht irgendwie 80 cm Rohre, versucht dort das Ganze zu biegen, sondern nehmt kürzere, messt das im Vorhinein aus und dann geht das Ganze am Ende auch leichter. Dort gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Dicken. Es gibt beispielsweise einmal die klassischen 13 mm und dann die 16 mm. Ich finde persönlich 16 mm sehen natürlich schöner aus. Allerdings hat man damit natürlich auch das Problem, dass man längere Radien hat. Das heißt, es ist in einem engen Gehäuse generell auch leichter, wenn man eher dünnere Rohre nimmt. Beziehungsweise wenn man eben halt gar keine Möglichkeit dazu hat, irgendwo Rohre wirklich zu verlegen im Gehäuse, beziehungsweise nicht die Lust hat, extra Equipment dafür zu kaufen, dann sollte man definitiv Schläuche nehmen. Eine weitere Sache, die man definitiv beim Kauf einer Hardtube beachten sollte, ist, ob man Acrylrohre nimmt oder ob man PETG-Rohre nimmt, denn dort gibt es auch einen großen Unterschied. Acrylrohre sind eben halt wirklich hart, also Acryl ist ja schon so ein bisschen glasähnlich. Glasrohre gibt es natürlich auch, das ist allerdings ein ganz anderes Thema, damit habe ich gar keine Erfahrung. Auf jeden Fall bei Acrylrohren ist es eben halt so, dass man das Ganze nicht so leicht schneiden kann, man muss sie eben halt wirklich durchsägen. Die sind etwas schwieriger zu biegen, die können leichter splittern, das heißt, wenn ihr irgendwo Spannung drin habt, dann werden die deutlich leichter kaputt gehen als eure PETG-Rohre. Das heißt, falls ihr etwas leichter machen wollt, nehmt einfach PETG. Beispielsweise in meinem PC sind auch tatsächlich Acrylrohre drin. Sieht, glaube ich, am Ende ein bisschen schöner aus, wobei es am Ende auch nicht wirklich auffällt. Aber ihr spart euch damit wirklich viel Arbeit. Und wenn ihr beispielsweise eben halt PETG-Rohre kauft, dann könnt ihr eben halt damit auch einfach einen Schlauchschneider benutzen. Das heißt, einen Schneider, womit ihr auch ganz normale Softtubes schneiden könnt. Dort hatte ich mir beispielsweise auch so ein hier gekauft, das von XSPC, ein Schlauchschneider, der funktioniert oder würde rein theoretisch echt gut funktionieren, hätte man PETG-Rohre genommen. Allerdings bei Acrylrohren funktioniert das nicht, dort splittert das Ganze einfach nur. Mit PETG-Rohren könnt ihr ganz einfach das hier cutten, einfach hier einmal reinlegen und dann ist das Ganze auch schon fertig. Erspart ihr euch auch wiederum Arbeit mit und deshalb hätte ich euch auf jeden Fall empfohlen, gerade als Anfänger für Wasserkühlung immer PETG-Rohre zu nehmen. Softtubes gehen natürlich genauso gut, dort ist allerdings das größte Problem tatsächlich, dass sie nach einer Zeit lang ausbleichen, das heißt, sie sehen dann nicht mehr ganz so schön aus. Bei Softtubes würde ich dann sogar fast eher empfehlen, dass man irgendwie schwarze Rohre nimmt oder mit einer klaren Kühlflüssigkeit oder vielleicht sogar einer milchigen Kühlflüssigkeit, dann fällt es am Ende so oder so nicht auf, wenn die ausbleichen und so spart man sich da natürlich auch Arbeit, das Ganze vielleicht einmal wieder zu erneuern. Ein weiteres Thema sind dann natürlich auch die Anschlüsse, die muss man immer natürlich passend dazu machen, was man für Rohre hat, denn die gibt es beispielsweise hier für 16-10 mm Schläuche, für 13-10 mm Schläuche und wenn eben halt nur 16 mm steht, dann weiß man auf jeden Fall, dass nur der äußere Radius zählt. Wenn 16-10 dort steht, zählt eben halt 16 für den äußeren Radius eurer Rohre und dann 10 für den inneren eurer Rohre. Häufig steht hier eben halt dann auch bei den Rohren 13-10, das heißt für ein 13-10er Rohr bräuchtet ihr einen 13-10er Anschluss bzw. einen nur 13er Anschluss, denn manche haben eben halt in der Mitte dann noch so eine Noppe, worauf man eben halt das Ganze dann auch aufpassen muss und manche haben immer das Ganze nur von außen. Letztendlich ist es relativ egal, was ihr da für Anschlüsse nimmt. Ihr solltet nur aufpassen, dass sie nicht zu dick sind. Also gerade wenn ihr dickere Rohre habt, dann werden die natürlich oben auch dicker und dann können die eventuell nicht ganz so leicht darauf passen. Ihr müsst natürlich auch darauf aufpassen, dass sich die Fittings nicht gegenseitig berühren. Dabei ist es dann immer hilfreich, wenn man dann noch solche Adapter nimmt, womit man das Ganze dann eben halt um 90 Grad dreht, denn dann kann man das etwas leichter auch aneinander bauen. Und dort würde ich am Anfang auch auf jeden Fall
erstmal vorher überlegen, was ihr für Fittings braucht. Kauft notfalls einfach ein paar mehr. Ich meine, so extrem teuer sind die jetzt im Vergleich zur restlichen Wasserkühlung auch nicht. Dann nehmt ihr lieber ein paar mehr von den 90 Grad Adaptern, 45 Grad Adaptern und es spart euch viele Biegungen, viel weiteren Stress, den ihr sonst eben hättet. Dann gibt es natürlich als nächstes immer noch so eines der umstrittensten Themen insgesamt zur Wasserkühlung, und zwar betrifft das die Kühlflüssigkeit. Dort ist es ja nämlich so, falls ihr euch damit jetzt nicht so auskennt, dass meistens eben halt, dass es solche Opak-Flüssigkeiten gibt, also eben halt solche Flüssigkeiten, die dann wirklich komplett farbig sind, also im Prinzip wie so eine richtige Farbflüssigkeit sind, und es gibt immer transparente. Dort gibt es nämlich dann beispielsweise eben halt solche, die so leicht durchsichtig sind, eben halt eine Farbe noch haben, und dann gibt es eben halt, wie gesagt, die eben halt wirklich gar nicht durchsichtig sind, wo man dann eben halt wirklich eine richtig kräftige Farbe hat. Meistens ist es eben halt so, oder man hört es häufig, dass sich diese ganz durchgehend farbigen Opakflüssigkeiten dann eben halt in Kühlblöcken, in Radiatoren und so ablagern, und dadurch kann es dann eben halt sein, dass das Ganze verstopft. Das heißt, Opakflüssigkeiten werden immer etwas aufwendiger sein zu reinigen als natürlich ganz normale transparente Flüssigkeiten. Dafür sieht es natürlich auch deutlich cooler aus. Was ihr da jetzt allerdings für eine Flüssigkeit genau nimmt, ist natürlich euch überlassen. Wie gesagt, größter Unterschied ist immer, ob man eine transparente oder eine Opakflüssigkeit nimmt. Und bei Opakflüssigkeiten gibt es natürlich auch kleine Unterschiede. Eine Kühlflüssigkeit, die relativ gut sein soll, soll die Mayhem-Flüssigkeit sein. Die ist irgendwie auch nicht wirklich teurer als die restlichen. Allerdings gibt es dort nicht ganz so viele verschiedene Farben. Also müsst ihr am Ende so ein bisschen überlegen, was ist euch wert, welche Farbe wollt ihr dort haben, und ist es euch wert, dass ihr vielleicht nach einem halben Jahr das Ganze wieder cleanen müsst. Und dann könnt ihr das Ganze euch hier mal anschauen. Was dabei auch immer noch hilft, ist, wenn man vorher einfach mit destilliertem Wasser aus dem Bauhaus euren ganzen Loop erstmal durchspielt. Das heißt, euren Radiator durchspielt und so weiter. Hatte ich tatsächlich in meinem PC nicht gemacht, weshalb jetzt im Ausgleichsbehälter beispielsweise auch ein paar Ablagerungen sind. Sowohl eben halt zwischen Farbe als auch natürlich dem Rest, der im Radiator und so drin war. Und dort könnt ihr euch natürlich bei der Reinigung auch ordentlich Arbeit wieder ersparen, wenn ihr das einfach schon vorher gemacht habt. Das letzte Thema ist dann natürlich noch der Kühlblock. Dort gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Das Einzige, was eigentlich wirklich so den Einfluss auf die Kühlleistung eurer Wasserkühlung hat, ist letztendlich euer Radiator. Je nachdem, wie dick er ist, je nachdem, wie viele Finder hat, je nachdem, wie viele Lüfter da einmal drauf passen, habt ihr natürlich mehr oder weniger Kühlleistung. Allerdings macht der Kühlblock an sich eigentlich selbst kaum eine Rolle. Dort gibt es natürlich manche, die ein bisschen besser sind, manche, die ein bisschen schlechter sind. Dafür sind meistens die, die besser sind, dann auch deutlich teurer. Beispielsweise habe ich den AlphaCool Eisblock hier. 33 Euro kann man nicht zu sagen. Einziges Problem ist wirklich, dass ich hier bei sehr, sehr dünnen Fittings bzw. Adapter brauche für die Fittings. Denn zwei Fittings sollten hier eigentlich zumindest bei 16 mm Rohren nicht nebeneinander passen. Ansonsten sieht er aber echt gut aus und reicht jemand für alles aus, hat gute Kühlleistung. Kann man auf jeden Fall nicht zu sagen. Und dort müsst ihr jetzt nicht unglaublich viel Geld für einen guten Kühlblock wasten. Ansonsten macht euch davor einfach lieber mehr Gedanken. Denkt das Ganze einmal und macht euch vielleicht einen Plan auf einem Zettel, wie ihr eure Rohre verlegen wollt. Rechnet das Ganze ein bisschen vorher aus. Dann erspart ihr euch nämlich sehr viel Arbeit. Ihr könnt euch, falls ihr auch Probleme habt, dabei die Rohre zu biegen, auch noch extra Kits kaufen. Braucht man nicht unbedingt, je nachdem, wie viel Geduld man dann eben halt hat, wie viel man eben halt so mit den Augen ein gutes Gefühl hat, ob man einen rechten Winkel trifft oder nicht. Kann man das Ganze auch so machen. Man braucht es auf jeden Fall nicht. Ich habe es auch so geschafft. Das Einzige, was dann schwieriger macht, ist wirklich, wenn man mehrere Biegungen in einem einzigen Rohr drin hat. Beispielsweise habe ich in einem Rohr 4 oder 5 Biegungen gehabt. Dort, wenn ihr nur 2 oder auch nur eine Biegung drin habt, sollte das Ganze auch locker mit dem Auge gehen. Dort braucht ihr nicht irgendwelche anderen Hilfsmittel noch dazu. Das ist dann auch eigentlich schon alles, worauf ihr achten müsst, wenn ihr eine Wasserkühlung bauen wollt. Und dann war es auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.